ganz gut funktioniert mit dem Aussprechen. Keine Klagen an dieser Stelle. Ich share einfach mal meinen Screen und hoffe, ihr seht jetzt das, was ich sehe. Und dann kann es nämlich losgehen. Genau, es soll um MVPs gehen. Und der schöne Titel ist The Great MVP Swindle. Und die Erkenntnis, dass es trotzdem, obwohl es ein Schwindel ist, manchmal helfen kann, kleine Schritte zu machen. Vielleicht zum Start ganz kurz, wer ist dieser komische Typ mit dem unaussprechlichen Namen überhaupt? Hirs Wirbar, ich bin auch auf Twitter unterwegs, wer da Interesse hat, mir zu folgen. Ich arbeite bei einer kleinen, feinen Firma, die sich um User Interfaces und User Experience kümmert, vor allem so im B2B, B2E-Bereich. Wir sind auch eng verbandelt mit der Codecentric, heißen UX and I. Und nebenher bin ich noch als Dozent an einem Berliner Institut unterwegs, ARTOP heißen die, und bringe motivierten Menschen bei, was es so mit so Themen wie Gebrauchstauglichkeit von Software auf sich hat. Genau, aber ich will gar nicht so viel über mich reden, sondern ich will über MVPs reden und ich will über die Art und Weise, wie wir zurzeit in der Softwarewelt Projekte machen, reden. Und da gibt es viele Schlagwörter. Eins der Schlagwörter, die sind euch sicherlich auch schon begegnet, in letzter Zeit, ist das von Fail Fast. Ich glaube, das ist so Facebook-Kontext gewesen. Zuckerberg hat das, glaube ich, irgendwann mal gesagt. Fail Fast, schnell scheitern. So könnte man auch sagen, es ist heute gerade meine erste Remote-Konferenz. Wollen wir mal gucken, dass ich schnell scheitere und nach 5 Minuten schon irgendwie anfange, mich zu verhaspeln und nicht mehr weiß, wie ich reden soll, weil alles so ungewohnt ist. Und dann bin ich irgendwie vor dann doch auch schon wieder 2 Jährchen über diesen wundervollen Tweet gestolpert von Janice Fraser. Und die hat mehr oder weniger sinngemäß gemeint, sie hat mal so ein Projekt gemacht mit den Navy SEALs zusammen. Und irgendwie ist ihr da klar geworden, dass so das, was in dieser Lean-Startup-Welt unter Failing Fast läuft, in manchen Kontexten eigentlich eher bedeuten sollte, dass man lieber sehr, sehr schnell die Flaws in seinem Vorgehen rauskriegt, bevor man failt, weil sonst hat man nämlich ein echtes Problem. Ne? Also so Navy SEALs, Kampftaucher, wenn die failen, dann war da nicht mehr viel mit Lernen. Das ist irgendwie doof. Also vielleicht muss man gar nicht failen, vielleicht hätte man besser sagen können, learn fast. Und das bringt uns dann auch gleich so ein bisschen zu einer der Lesarten von MVP oder überhaupt erstmal zu dem Begriff MVP. Ich denke mal, ihr seid alle schon drüber gestolpert, Minimum Viable Product, ein großes Wort, gefühlt, ich würde sagen, fast alle Projekte in den letzten 5 Jahren, an denen ich mitgearbeitet habe, waren zu irgendeinem Zeitpunkt mal auf einem MVP-Pfad und man hat gesagt, ja, wir machen hier einen MVP, wir machen erstmal nur ein MVP, gucken wir mal, dass wir ein MVP-Mindset haben. Eben, da gibt es dann auch so wunderbare Zitate. So, ich dachte, das ist ein MVP. Ja, über ein MVP, da kann man Sachen gut rauskriegen. Irgendwie ist dieses Wort in aller Munde. Das Problem ist aber, meine ich zumindest festgestellt zu haben, dass es oft gar nicht so klar ist, was eigentlich damit gemeint ist. Und dass dieses MVP dadurch so ein bisschen zur Projektionsfläche wird für alle möglichen Ziele, Wünsche und Vorstellungen aller möglichen Leute in den Projekten. Und das will ich jetzt mal kurz so ein bisschen ausführen. Ich habe mir dafür dieses wundervolle, kaum kitschige Gemälde rausgesucht. Das ist Herr Washington, der Delaware überquert. Das mappen wir jetzt einfach mal auf Projektalltag und haben dann da irgendwie, ne, so, wir haben den Product Owner, also, ne, so, dass er halt so macht. Er guckt irgendwo hin, hat Produktvisionen und weiß, wo es lang geht. Der Scrum Master, der klammert sich da irgendwie eher so ein bisschen an diese Fahne und versucht, das alles zusammenzuhalten. Das Team rudert, man ist sich nicht so sicher, ob sie alle in die gleiche Richtung rudern. Wir sehen da hinten, es gibt auch noch andere Teams und dann gibt es natürlich das Lean Portfolio Management. Es ist schwer nachzuvollziehen, aus irgendeinem Grund haben die Pferde mit auf ihre Boote genommen. Sieht auch nicht so aus, als wäre das eine gute Idee gewesen. Wir wurschteln alle so vor sich hin. Und das Team sagt so, ja, ist ja erstmal nur ein MVP. Ne? Wir machen hier jetzt gerade, wir haben 3 Sprints, keine End-to-End-Tests mehr gemacht. Das ist eigentlich irgendwie doof, aber auf der anderen Seite
Na, so, wenn wir ganz ehrlich sind, wir haben eher so Performance-Probleme, wenn wir irgendwas außerhalb vom Lokal uns angucken. Aber immerhin, wir haben schon diese eine API fertig, die das CRM-Modul unbedingt braucht. Also die sagen so, MVP, wir machen gerade so ein paar Kompromisse bei der Qualität. Der Product Owner sagt vielleicht sowas wie, Leute, ne, wir brauchen hier ein MVP-Mindset, sonst läuft der Laden nicht. Also hört doch mal auf mit eurem Genörgel da, End-to-End-Tests. Wir haben doch gesagt, das Ding muss nicht perfekt sein, ne? Soll ja erstmal Minimum sein. Feinschliff können wir dann nach dem Launch machen. Und ganz ehrlich, noch eine Menge Stories Backlog, die wir auf jeden Fall fertig kriegen. Der Scrum Master denkt sich so, ach so, ich dachte, wir machen hier ein MVP. Ich habe da doch irgendwie meine Definition. Also, und irgendwie hört so richtig keiner auf ihn. Und warum machen eigentlich alle so? Und wir haben doch auch eine Definition of Done. Und ne, der fragt sich dann, vielleicht hätte er doch lieber Agile Coach werden sollen oder er schult noch um. Die anderen Teams sind auch am Machen. Die machen auch alle ihre MVPs. Die haben übrigens gerade die API abgestellt, weil sie ja auch Minimum machen, die unser Team wiederum schon bedient. Also, auch noch lustig werden, aber die sagen, die beschweren sich schon, wenn da irgendwas nicht klappt. Den Folio-Management heißt zwar Lean, sagt aber auch, ne, wie das vielleicht auch manchmal der eine oder andere kennt, wir bauen ein MVP, nicht vergessen, ne, heißt aber auch Forecast Velocity, bla bla bla, im Foliensatz vor anderthalb Jahren zum Kickoff, da stand ganz genau der Scope drin für Q3. Da launchen wir uns mit dem Scope, sonst gibt es Ärger. Und worauf läuft das Ganze hinaus? Meistens leider auf sowas hier. Also die Nutzer sind am Ende die Leidtragenden, wie so oft. Der Kundendienst kann dann auch tatsächlich nur noch tröstend zur Seite stehen und gar nicht mehr viel anderes machen. Hilfe ist da bereits verloren. Jetzt ist die spannende Frage natürlich, wo kommt denn das her, dass alle dieses Wort in den Mund nehmen und viele was anderes darunter verstehen und genau durch diese Unschärfe es sich so wunderbar dafür eignet, instrumentalisiert zu werden und zu einer Projektionsfläche. Es ist konfus. Und die Konfusion, und das ist das Gemeine, hat einen Grund. Es gibt nämlich zwei Definitionen dieses wunderbaren MVP-Begriffs. Es gibt eine, die ist ungefähr so um die Jahrtausendwende rum entstanden. 2001, glaube ich, von einem Herrn, der ist Frank Robinson, der ist so, ja, so erste, zweite Generation Agilisten, hat auch eine kleine Beratung gegründet, die Software baut und Softwareprojekte berät und der hat diesen MVP-Begriff geprägt, das Zitat ist jetzt ein bisschen später, das war 2008, aber er hat es, glaube ich, so 2001 rum das erste Mal angeführt und der sagt, ein MVP ist eigentlich die richtige Größe, die ein Produkt haben muss, um maximal klein zu sein, aber trotzdem am Markt erfolgreich. Also man will sowas wie Adoption, dass Leute wirklich anfangen, das zu nutzen. Man will, dass die Kunden zufrieden sind und man will am Ende des Tages auch Sales. Man will also Umsatz generieren. Das heißt, ein MVP ist irgendwas, das klein ist, aber am Markt funktioniert. Ich finde, das allerbeste Beispiel, es gibt viele, viele Beispiele dafür, aber ich finde, das erste iPhone ist ein wunderbares Beispiel dafür, weil keiner von uns würde irgendwie behaupten, dass das erste iPhone Qualitätsprobleme hatte oder dass es in qualitativer Hinsicht an irgendeiner Stelle kompromissbereit gewesen wäre. Sondern es hat ein unglaublich hohes Maß an Qualität, sowohl Hardware- als auch Softwareseitig gehabt. Wenn man sich anguckt, wie die das damals gemacht haben, wird einem auch klar, warum. Die haben mit einer fast schon irrsinnigen Akribie an diesem Ding gearbeitet. Aber, und das ist das Spannende, sie haben an ganz, ganz vielen Stellen den Scope reduziert und haben geguckt, was können wir uns denn eigentlich sparen und was trauen wir uns nicht in dieses Produkt zu packen, obwohl man vielleicht sagen würde, das müssen wir auf jeden Fall tun. Das Spektakulärste, da hat sich Steve Ballmer damals noch bei Microsoft öffentlichkeitswirksam drüber lustig gemacht, war, dass das Ding zum Beispiel kein Copy-Paste konnte in der ersten Generation. Und dann haben die Leute gesagt, das wird nicht funktionieren, könnt ihr vergessen. Ne? BlackBerry frisst euch, das kann ich mal copy-paste. Es gab keine Möglichkeit, Applikationen zu installieren drauf. Es gab in der ersten Version keinen App-Store. Haben viele, ich war mir auch gar nicht mehr so klar, habe ich noch recherchiert, ist tatsächlich so. Das heißt, ich glaube, da waren 16 vorinstallierte Programme drauf und das war's, mehr ging nicht. Da haben sie auch Scope reduziert.
aber haben eben keine Kompromisse bei der Qualität gemacht, weil klar war, dieses Teil muss am Markt bestehen und muss über Qualität überzeugen und muss bestehen. Das ist die eine Definition. Minimum Viable Product. Klein, marktreif und ein Produkt. Die zweite kommt 10 Jahre später von einem Herrn, der ein sehr spannendes, sehr tolles Buch geschrieben hat, The Lean Startup, Eric Ries heißt er. Und der sagt, ein MVP ist eigentlich die Ausprägung meines Produkts, mit der ich am allerschnellsten etwas lernen kann. Und der geht sogar so weit in dem Buch, dass er sagt, das muss vielleicht auch gar kein Produkt sein. Es muss gar kein Inkrement meines Produkts sein. Das kann auch irgendwas anderes sein. Eine Landingpage oder nur ein Testlauf oder ein Prozess, den ich eigentlich automatisieren würde, den ich erst mal händisch mache oder sowas. Den hat vielleicht der eine oder andere schon mal gehört. Das ist also auch ein MVP. Man könnte jetzt spitzfindig sein und sagen, na ja, das ist ja dann eigentlich gar nicht so sehr viable und ein richtiges Produkt ist es vielleicht auch nicht. Und wo ist da jetzt das Minimum? Okay, das Minimum ist im Aufwand, ne? Aber es ist eine andere Zielrichtung. Schönes Beispiel hierfür, immer wieder gern genommen, ist Dropbox. Die haben damals, als sie noch sehr wenig bis gar nichts hatten, einfach nur über eine Landingpage geguckt, wie viele Leute hätten denn überhaupt Interesse an so einem Produkt, an der Möglichkeit, in der Cloud Files abzulegen und von überall drauf zuzugreifen, und haben dann über diesen Test, über diesen Landingpage-MVP rausgekriegt, da haben sehr viele Leute Interesse dran und wussten, okay, wir sind auf dem richtigen Weg. Und klar, ne, das ist ein sehr unaufwendiger Weg zu lernen. Der teuerste Test, die teuerste Validierungsoption ist es zu bauen und dann zu gucken, ob es am Markt erfolgreich sein wird. Es gibt also einmal Building to Earn und es gibt einmal Building to Learn. Und das Fiese ist, dass genau da oft, ist zumindest mein Eindruck, im Alltag keine klare Definition vorhanden ist, sodass überhaupt nicht klar ist. Und es wird nur gesagt MVP, aber irgendwie ist überhaupt nicht abgeklärt worden vorher, warum machen wir das eigentlich? Machen wir das, um mit was Kleinem, mit einem minimalen, aber guten Scope auf dem Markt erfolgreich zu sein, was ja sehr nah einfach auch in so agilen Grundgedanken ist, wie gut zu priorisieren, zu gucken, was sind goldene Wasserhähne, die es vielleicht nicht braucht. Oder wollen wir möglichst schnell eine Antwort auf eine Frage, die wir haben? Wollen wir also was lernen? Meistens ist es blurry und in der Mitte. Ein Freund von mir, Rainer Sachs, hat mal so wunderbar gesagt, was dann passiert ist, Building to Burn. Ich habe irgendwas, das dann doch Feature Creep hatte und wo aber von vornherein Kompromisse bei der Qualität gemacht wurden, weil man gesagt hat, es ist ja nur ein MVP. Genau, und dann landet das Ding irgendwann mal in der Tonne. Nicht so schön. Nichtsdestotrotz, das hatte ich ja schon gesagt, sind bei MVPs, wenn man eben gut drüber nachdenkt, was will man denn eigentlich damit erreichen, und sind bei diesen beiden Grundkonstrukten eine Menge guter Gedanken drin. Und auf ein paar von denen will ich jetzt noch mal tiefer eingehen und wir gucken uns an, was denn so bei der Produktentwicklung besser funktioniert, wenn man mit einer MVP-Denke to earn und to learn rangeht. Und das habe ich jetzt so ganz consultant-mäßig in drei Bullet Points zusammengefasst. Think big and think small. Erstmal super toll, widerspruchsfrei. Punkt 1, grandios gescheitert. Punkt 2, starte mit Wert für den Nutzer. Klingt erstmal auch nach einem Gemeinplatz. Und Punkt 3, Probleme lösen, Probleme lernen. Wir fangen an mit 1, think big and think small. Also irgendwie Großdenken und Kleindenken. Okay, was meint er damit? Es geht mir darum, dass wir uns mal angucken, wie Probleme gelöst werden und was für Arten von Problemen es gibt und dann anschauen, was für Lösungsstrategien es gibt. Da gibt es zig Frameworks, die das betrachten. Cinefin ist so in der IT, glaube ich, eins der beliebtesten. Es gibt auch noch ganz, ganz viele andere. Ich habe mir mal Dietrich Dörner geschnappt. Das ist so ein Klassiker der deutschen Kognitions- und Entwicklungspsychologie. Und der hat sich auch sehr intensiv damit beschäftigt, wie Menschen Probleme lösen. Und der sagt, es gibt eigentlich so drei Dimensionen, in denen man sich das angucken kann. Nämlich Ausgangssituation, Mittel und Weg und Zielzustand. Und dann kann man das super durchdeklinieren. Man kann nämlich sagen, die Ausgangssituation ist mir klar, der Zielzustand ist mir klar, die Mittel sind mir auch klar. Dann habe ich ein tame problem, ein zahmes Problem.
das ist eigentlich fast überhaupt gar kein Problem. Ne? Also ein tolles Beispiel wäre sowas wie, wir stellen uns vor, ich bin Schreiner, ich habe alles Arbeitsmaterial, das ich brauche, ich habe alles Werkzeug und ich habe eine technische Zeichnung von einem Tisch. So, dann weiß ich, ne, ich weiß, was ich zur Verfügung habe, ich weiß, wie das Ding aussehen soll, ich habe meinen ganzen Kram zur Verfügung, ich weiß auch, wie ich da hinkomme, ich muss das einfach nur abarbeiten. Tame Problems eignen sich wunderbar dafür, automatisiert zu werden und durch das, was man so gerne künstliche Intelligenz nennt, abgearbeitet zu werden. Weil man eben genau das, nämlich Intelligenz, nicht dafür braucht. Weder künstliche noch natürliche. Trickreicher wird es schon, wenn einer dieser drei Dimensionen unklar ist. Man könnte sich vorstellen, die Ausgangssituation ist klar, der Zielzustand ist klar, die Mittel sind aber völlig unklar. Das wäre jetzt, das würde passieren, wenn ich diesen Tisch bauen müsste. Dann könnte der mir alles Werkzeug hinstellen und alles andere wunderbar aufbereiten. Ich könnte mir auch diese technische Zeichnung anschauen, hätte wahrscheinlich eine Idee davon, wie das Ding aussehen soll. Ich habe aber überhaupt keine Ahnung, wie ich da hinkomme. Das haben wir oft, wenn wir Sachen das erste Mal machen und für uns selber irgendwas lernen und explorieren. Dann müssen wir halt gucken, so, ne, wie erarbeiten wir uns das. Das ist nach Dörner ein komplexes Problem. Und das gibt es in allen Varianten. Ne? Es ist auch vorstellbar, Zielzustand ist ebenfalls unklar oder ich kenne die Mittel, ich kenne die Situation, aber kenne den Zielzustand nicht. So ein Klassiker ist so Matheaufgabe in der Schule. Ne? Ich habe eine Aufgabenstellung, wenn ich im Unterricht aufgepasst habe, was bei mir eher selten der Fall war, dann weiß ich auch, wie ich die Aufgabe löse. Und jetzt muss ich halt nur noch den Zielzustand irgendwie definieren. Das Gemeine ist, wenn alles drei unklar ist. Und das nennt ein anderer Herr, nicht Dietrich Dörner, sondern Horst Rittel, den werden wir später nochmal kennen. Das ist so einer der Design Thinking Vordenker gewesen. Ein Wicked Problem, ein verzwicktes Problem. Da gestaltet es sich nämlich so, meine Ausgangssituation ist mir nicht so richtig klar, weil ich überhaupt nicht alle Informationen habe, die ich brauche und weil ich die, selbst wenn ich sie habe, ne, ist es unglaublich schwer, die alle richtig zu kontextualisieren und einzuordnen, zu verstehen. Meine Mittel und der Weg sind mir auch noch nicht richtig klar. Und das Gemeine ist, ich weiß eigentlich auch gar nicht so richtig, wo ich hin will. Und die These ist, wenn wir Software bauen, haben wir ganz, ganz oft Wicked Problems. Wir haben ganz oft Kontexte und Situationen mit unglaublich vielen Informationen, mit total heterogenen Informationen. Während wir uns bewegen, während wir also auf den Weg gehen, verändern wir die Situation außerdem ständig und stellen einen neuen Zustand her, an den wir uns wieder anpassen müssen. Und ganz, ganz oft ist der Zielzustand auch nicht so wirklich klar, weil wir ja unterwegs sind und lernen. So klassisches Requirements Engineering versucht dieses Problem übrigens dadurch zu lösen, dass es den Zielzustand versucht, möglichst detailliert zu beschreiben. Warum das nicht klappt, die schmerzhafte Erfahrung, denke ich mal, haben viele schon gemacht. Deshalb gibt es, und das ist jetzt so ein bisschen, ne, Kern der Agilität, die gute Idee zu sagen, okay, dann mache ich doch einfach kleine Schritte und renne nicht irgendwie einfach in irgendeine Richtung los, mit der Gefahr, eine große Abweichung zu haben, sondern ich taste mich Schritt für Schritt an mein Ziel ran. Und das ist eben Think Small. Ich gucke jedes Mal immer wieder, was ist der nächste sinnvolle, möglichst kleine Schritt in meiner Produktentwicklung? Was ist das nächste kleine, sinnvolle Inkrement? Was ist der nächste kleine Schritt, den ich gehen kann? Und das ist halt genau dieses Minimum. Ne? Was ist auch das Minimum für einen Release, das ich mir erlauben kann? Jetzt habe ich nur ein Problem. Wenn ich den ersten Schritt gegangen bin und danach n Schritte zur Auswahl habe als nächsten möglichen, habe ich eigentlich, wenn der Zielzustand unklar ist, keine Möglichkeit zu bewerten, welcher Schritt der nächste sinnvolle ist. Dafür brauche ich was Zusätzliches, nämlich sowas wie eine grobe Vorstellung davon, was dieses Produkt irgendwann mal sein könnte. Das, was man in der Produktentwicklung so gerne Produktvision nennt. Und da geht es eben nicht darum, wie im Requirements Engineering mit Lasten- und Pflichtenheften bis ins letzte Detail zu beschreiben, wie sich irgendwas verhalten soll, sondern es geht darum, grob zu beschreiben, wo eine Reise hingeht. Und dann kann ich mich eben auf diese Reise begeben. Und das ist dieses Think Big, also sich zu überlegen, was ist der Fixstern, auf den wir uns zubewegen? Welcher Wert soll durch unser Produkt entstehen? An wen wenden wir uns mit dem Produkt? Und, und. Ne? Und dann entstehen so wunderbare kleine Quests, indem man sich dann halt so nach vorne tastet und auch mal auf dem falschen Weg ist, auch mal experimentieren darf. Man hat aber diese Vision, man hat dieses True North, wie die Amis gerne sagen, also diesen Nordstern, an dem man sich orientiert und der einem eine Richtung gibt. Und das Wichtige ist ja auch, das Ziel ist es ja nicht, auf dem Stern anzukommen,
sondern das Ziel ist es, in diese Richtung zu laufen und dann ein fertiges, gutes Produkt zu haben. Gibt es viele schöne Methoden dazu. Meine Lieblingsmethode ist der Brief aus der Zukunft. Da lässt man die Teammitglieder einen Dankesbrief schreiben, und zwar schon zum Start des Projekts eines begeisterten Nutzers, der in der Zukunft das Produkt gebraucht oder eine Nutzerin. Das ist unglaublich toll. Brief schreiben ist auch kaum einer mehr gewöhnt. Da tun dann immer die Handgelenke weh nach der Übung. Ist aber eine schöne Methode, um eben rauszuarbeiten, wie wollen wir begeistern und welchen Wert wollen wir hervorrufen? Weil, ne, Leute, wenn man sich reinversetzt, Leute schreiben nicht Briefe mit Featurelisten. Die geben keine Story-Map ab, wenn sie sich für was bedanken, sondern die beschreiben, was passiert ist, als sie das Produkt benutzt haben, als sie mit ihm interagiert haben und wie es ihr Leben vielleicht zu einem besseren und tolleren gemacht hat. Und das bringt mich zum nächsten Punkt, nämlich Wert für den Nutzer. Falls Star Trek-Fans anwesend sind, das Ganze enthält auch noch einen Star Trek-Persönlichkeitstest für Unternehmen. Und es beginnt mit der Frage, was für Perspektiven gibt es eigentlich auf Softwareprojekte? Da gibt es auch eine Menge Literatur drüber. Ich mag dieses Dreieck ganz gerne. Manchmal gibt es das auch als Venn-Diagramm. Ich finde es als Dreieck irgendwie schlüssiger. Nämlich, es gibt eine Nutzerperspektive, es gibt eine Business- und es gibt eine Technologieperspektive, und denen kann ich auch so quasi Dimensionen zuordnen von Dingen, die ich erreichen will. Technologie, ne, das ist der Output. Was für Funktionalitäten sind vorhanden? Was kann das Ding? Nutzer ist der Outcome. Was ändert sich im Leben meiner Kunden? Was ändert sich im Leben meiner Nutzer? Was ist der Outcome des Outputs sozusagen? Und Business ist die auch so ein bisschen langfristigste Dimension. Was ist denn die Veränderung, die dadurch für meine Organisation eintritt, dass ich dieses Produkt in den Markt gebracht habe oder verändert habe? Was ist also der Impact? Und jetzt kann ich hergehen, und da kommt jetzt auch Star Trek ins Spiel, und mir überlegen, mit welcher dieser Perspektiven würde ich denn am allerliebsten ein Projekt starten? Und ich könnte sagen, ich gehe mal her und starte mit Output. Das heißt, ich habe eine klare Vorstellung von der Technologie, die ich benutzen will, und ich habe vielleicht auch schon erste Ideen für Features. Ich brauche noch Impact und Outcome. Das heißt, ich muss mir irgendwie überlegen, wie ich damit Geld verdiene, und ich muss irgendwie Menschen erklären, dass das, was ich mir da ausgedacht habe, etwas ist, das sie brauchen. Welche Star Trek-Wesen ist man, wenn man, naja, ihr könnt es euch denken, ne, das ist ein bisschen ein Borg-Standpunkt. Und dass man in einer Borg-Organisation arbeitet, merkt man daran, dass Projekte sehr stark durch Technologieentscheidungen getrieben werden. Die sind auch oft der Startpunkt. Bemerkt man unglaublich oft, auch, ne, so in meinem Projektalltag immer wieder. Der erste Satz im Briefing ist sowas wie, wir brauchen was mit Blockchain oder wir brauchen ein KI-Projekt. Wir haben uns entschieden, wir machen jetzt ein KI-Projekt. Okay, gut. Was soll es denn können? Leistung und Fortschritt ist so ein Indikator, wird meistens in so total albernen Pseudokennzahlen wie irgendwie Velocity oder Lines of Code gemessen. Ne? Also wie viel Prozent des Backlogs sind schon fertig und wir haben noch mehr irgendwie Durchsatz, super, wir schrubben noch mehr Features weg, noch mehr Output. Agile Methoden fallen auf sehr fruchtbaren Boden in dem Kontext. Das hat sicherlich auch viel mit der Verwaltung von Agilität zu tun, weil sie im ersten Fall, und das hat viel mit der Vermarktung von Agilität zu tun, vor allem erstmal versprechen, noch schneller entwickeln mit noch mehr Output. So, guck mal hier, wir machen jetzt auch noch, wir sprinten jetzt auch noch. Krass. Und spannenderweise, obwohl Agilität so gut ankommt, wird Projekterfolg in so ganz klassischen, muffigen Parametern gemessen, die so die abgehangenen Projektmanagement-Klassiker sind, wie irgendwie Zeit in Budget und, und. Das sind die Borg. Will man ein Borg sein? Wahrscheinlich nicht. Impact. Wir haben eine Idee, wie wir Geld verdienen können oder wie wir mehr Geld verdienen können. Soll es auch schon mal gegeben haben zum Projektstart. Jetzt ist die Frage, wie können wir das technisch realisieren? Und die andere Frage ist, wie bekommen wir unsere Kunden dazu mitzumachen und uns Geld zu geben? Star Trek übersetzt, das wären dann die Ferengi. Und auch da gibt es wieder ein paar Indikatoren. So, da ist sehr, sehr oft die Marktsicht diejenige, die treibt, was das nächste Projekt wird. Oft auch geht es da um so gefühlte Lücken zur Konkurrenz. Die anderen haben das auch alle schon. Leistung und Fortschritt sind unglaublich schwer messbar.
weil die Ziele meistens global galaktisch sind, sowas wie Marktanteil oder irgendwie Profit-Loss oder aber, und das ist das Interessante, trotzdem wird alles gerechnet und prognostiziert, obwohl es total unmöglich ist, Faktoren zu isolieren und vor allem aufs eigene Projekt zurückzurechnen. Es gibt trotzdem für alles irgendwo garantiert eine Excel. Agile Methoden werden eher kritisch betrachtet, weil in dem Kontext oft langfristig geplant wird und an Zielen festgehalten werden soll, weil da stand ja mal was in der PowerPoint. Also wenn das da mal drin stand, dann muss das ja auch umgesetzt werden. Und Projektinfolg, wie ich schon gesagt hatte, muss immer an Zahlen geknüpft werden, auch völlig unabhängig davon, ob Prognose, Erhebung und Auswertung irgendeinen Sinn ergeben. Will man vielleicht auch nicht. Dritte und letzte Möglichkeit, Outcome first. Wir haben verstanden, was unsere Kunden brauchen und wie für sie Wert entsteht. Das klingt doch irgendwie gar nicht so verkehrt. Jetzt haben wir nämlich nur zwei Fragen. Die erste ist, wie können wir das technisch realisieren? Und die zweite ist, wie verdienen wir damit Geld? Und da ist die These, wenn wir was gefunden haben, das für unsere Kunden echten Wert entstehen lässt und das die wirklich brauchen, dann werden wir es auch irgendwie schaffen, damit Geld zu verdienen, weil dann werden sie uns das im Zweifelsfall geben. Da wäre man ein Betazoid, wenn man so drauf ist. Ne? Das Betazoiden sehr exotisch. Das sind diese Empathen. Counselor Troy aus TNG ist da das Paradebeispiel. Das funktioniert und da sind Indikatoren ein tatsächlich nutzerzentrierter Innovationsprozess, der treibt, wie Produkte entwickelt werden, der wirklich versucht zu verstehen, was die Nutzer brauchen, wer sie sind, was sie bewegt, welche Bedeutung das eigene Produkt in ihrem Leben hat. Großes Wort, aber nicht zu vernachlässigen. Ne? Leistung und Fortschritt wird an geschaffenem Wert festgemacht, und zwar am tatsächlichen Wert für echte Menschen, für Anwender. Agile Methoden werden meistens sehr wertgeschätzt, weil die auch sagen, dass es sinnvoll ist, in kleinen Schritten zu gehen und zu lernen und das eigentlich super zu einem Ansatz passt, der immer wieder versucht rauszukriegen, was ist der optimale Wert für den Nutzer. Und Projekterfolg wird eben an tatsächlicher Zufriedenheit festgemacht und die wird festgestellt durch einen engen Dialog und durch echte Tuchfühlungen mit Nutzern und nicht nur irgendwie durch irgendwelche komischen Fragebögenverfahren, sondern man kennt die und man redet mit denen und hat eine Nähe zu ihnen. Das ist also der Wert für den Nutzer. Und jetzt, last but not least, noch ein kleiner Gedanke. Die beiden vorhergehenden waren jetzt sehr Building to Earn, würde ich mal sagen. Also sehr viel um, was ist eine gute Zielrichtung für die Produktentwicklung? Wie schaffe ich es? Aber auch dieses mit den kleinen Schritten zu etablieren und trotzdem ein großes Ziel zu haben. Das dritte geht vielleicht noch ein bisschen mehr auf das Lernen ein. Und es geht darum, wie wir denn eigentlich auf so Probleme blicken und wie die im Zusammenspiel mit den Lösungen für diese Probleme funktionieren. Und da gibt's zum Beispiel diese wunderbare Design Thinking Visualisierung, den Double Diamond, ne, sind eigentlich vier Unterteilungen, aber so ganz grob gesagt kann man sagen, es gibt den Problem- und den Lösungsraum. Problemraum finde ich ein tolles Wort. Oliver, kommst du bitte in den Problemraum? Und diese beiden Phasen werden sehr stark voneinander abgegrenzt. Da unten übrigens sehr empfehlenswerter Link, da sammelt ein Mensch seit geraumer Zeit Design Thinking Visualisierungen und packt die alle auf seinen Tumblr. Da kann man die mal so nebeneinander liegen und vergleichen. Design Fucking Thinking. Ist sehr unterhaltsam. Und in den allermeisten von denen gibt es eben diese abgetrennten Phasen und dann gibt es gerne so komische Loops und gestrichelte Linien, die sagen so, ja, manchmal muss man dann auch wieder zurückgehen und so und da gibt es Verbindungen. Aber so, es gibt immer so Sequenzen, die durchlaufen werden im Gestaltungsprozess. Und jetzt kommen wir zurück zu Herrn Rittel. Und, jetzt kommen wir zurück zu Herrn Rittel und der Tatsache, dass der eben einer der Vordenker dieses komischen Design Thinkings war. Der war lange in Stanford unterwegs und ist eigentlich Mathematiker, lustigerweise, aber ist irgendwie in dieser Designschiene gelandet und hat sehr, sehr viel theoretisch darüber gearbeitet und hat sich damit auseinandergesetzt, wie so Planungs- und Gestaltungsprozesse eigentlich funktionieren und hat vor allem viel mit Leuten gesprochen, die das tatsächlich machen. Und der hat irgendwann festgestellt, dass je komplexer die Probleme werden und je mehr sie wicked werden, desto weniger
linear sind diese Prozesse. Und desto schwerer ist es, Problemdefinition und Lösungsfindung voneinander zu trennen. Das geht so weit, dass er den schönen Satz sagt, jede Aussage über das, was gesollt werden soll, korrespondiert mit einer Aussage darüber, wie das bewerkstelligt werden soll. Wir können also gar nicht anders, als die ganze Zeit Problem und Lösung gemeinsam zu denken. Ein Zeitgenosse von ihm, der auch zur gleichen Zeit in Stanford war, Christopher Alexander, hat irgendwann mal gesagt, im Grunde ist die Lösung einfach nur die Passform für das Problem. Wenn ich das Problem einmal richtig verstanden habe und wirklich durchdrungen, dann ist die Lösung immer trivial, weil da muss ich einfach nur noch umsetzen. Und er sagt also, dass Lösungsfindung und Problemverständnis immer Hand in Hand gehen und immer total eng miteinander verwoben sind. Und dass deshalb auch, das kennt der vielleicht auch der ein oder andere, ne, so man ist in irgendeinem komischen Design Thinking Workshop und spricht gerade über Daten, die erhoben wurden und über eben ist ein Problemraum und dann hat man eine Lösungsidee und dann sagt man die und dann wird man gleich gescholten, weil gesagt wird, wir sind aber gerade noch beim Problem, wir reden jetzt noch nicht über die Lösung. Da würde Rittel sich an den Kopf fassen und sagen, genau das ist eigentlich der wichtige Impuls, immer wieder auch gesanglich zur Lösung zu gehen und daraus einen Dialog zu machen. Weil ich das halt eben nicht so trennen kann. Und wenn man sich das überlegt, ist auch klar, warum Agilität so viel Sinn macht und warum es total viel Sinn macht, schnell loszulaufen und Sachen auszuprobieren und auch da zu einem Dialog zwischen Problem und Lösung zu kommen und über diesen Dialog zu lernen. Genau. Anderes Drittelzitat, das Problem zu verstehen, ist das Problem auch sehr schön. Es geht also darum, Möglichkeiten zu erproben und zu verproben und das Ganze viel, viel stärker zu integrieren. Und dann klappt das auch mit dem Lernen. Und das Allerwichtigste, ich hoffe, das ist auch ein bisschen rübergekommen, gerade bei so hippen Methoden und Buzzwords wie MVPs, immer wieder hinterfragen, immer wieder vor allem danach fragen, was ist der Zweck, warum machen wir das gerade, warum bauen wir einen Prototypen und nicht die Software, warum bauen wir die Software und keinen Prototypen, warum machen wir einen MVP, was ist der Zweck, den wir verfolgen und nicht Sachen zum Selbstzweck werden lassen, nur weil es Unsicherheiten gibt, was die Begriffe bedeuten und weil man sich keine Blöße geben will. Weil hier noch zum Abschluss, hier sieht man einen IT-Berater und den CTO und den CFO eines deutschen DAX-Unternehmens. Ne? Und ja, genau so ist es ja auch total oft. Ne? Es wird mit Buzzwords um sich geschmissen und jetzt kommt das nächste noch um die Ecke und es kostet unglaublich viel Geld. Und es gibt viel zu wenige, die wie links unten dieser kleine sympathische Junge fragen, was soll das eigentlich, warum machen wir das, was ist der Zweck hinter dem Ganzen? Und mir geht es vor allem auch darum, dieses Hinterfragen nach dem Warum und dem Zweck ein bisschen zu propagieren. Und gucken, dass das in den Projektalltag Einzug findet. In diesem Sinne war es das auch schon von mir. Okay. Super, vielen Dank. Genau, mein Name ist Sabine Mehlstaub, ich bin als agiler Coach bei der Cozentric. Ich bin hier jetzt dafür, hier, damit noch ein paar Fragen gestellt werden können, also an die Teilnehmer. Wenn ihr Fragen habt, gerne die Q&A-Funktion von Zoom verwenden. Also erstmal vielen Dank für den super Talk. Nochmal spannende Themen reingekommen, also auch gerade für mich, weil ich ja, wie du weißt, in einem agilen Projekt unterwegs bin, bei dem es gerade darum geht, eben einen MVP zu entwickeln. Im Slack und im Chat kamen die Vergleiche mit dem Borg und mit Star Trek super gut an. Da kommt gerade nochmal super toller Vortrag rein. Gute Denkanstöße. Die Frage im Slack war, ob das nicht vielleicht eher Romulaner wären als die Borg. Interessante These. Dem werde ich auf jeden Fall nochmal nachgehen. Ja, da gibt es unter Umständen auch Parallelen. Ja, das stimmt. Ja, genau. Also vielen Dank, kommen die Meldungen rein. Meine Frage wäre vielleicht mal noch, wie schaffst du es, einen Kunden zu überzeugen, dass ein MVP wirklich klein gehalten wird? Aus meiner Erfahrung ist das ein kontinuierlicher Prozess. Also das ist was, das von Tag 1 anfängt und dann sich über die gesamte Produktentwicklung immer wieder vorträgt. Und man muss immer wieder priorisieren, man muss immer wieder Diskussionen darüber schärfen, was es wirklich braucht an Funktionalität, was essentiell ist und was nicht.
und muss da tatsächlich, ja, muss wirklich so eine Denke und einen Habitus etablieren, gerade auch was so Stakeholder betrifft, die oft dann nicht so nah an der Entwicklung dran sind, dass es wirklich darum geht, was Schlankes zu bauen und sich nicht zu verlieren und nicht jede gute Idee, und oft sind ja viele Ideen auch gut, sofort umsetzen zu müssen, sondern halt zu sagen, man kann Sachen auch mal auf die lange Bank schieben und ein bisschen reifen lassen und genau, also es geht vor allem, glaube ich, wirklich darum, es zu einem Alltag zu machen und hart zu bleiben. Also auch gerade Stakeholdern gegenüber Nein zu sagen. Einfach zu sagen, nein, machen wir nicht, wird so nicht funktionieren, wird zu groß, ist ein MVP. Das, was wir eigentlich ja gerade, wenn wir einen agilen Backlog haben, alle wissen, es gibt keinen Tausch von Backlog-Items ohne Preis. So, wenn irgendwas dazukommt, muss irgendwo was wegfallen. Darauf wirklich hart aufmerksam zu machen und das zu propagieren, Spielchen zu machen, die genau das symbolisieren. Ich mag immer noch so Karten, auf denen Backlog-Items stehen, weil man dann sagen kann, du, wenn du hier eine Karte dazu tust und da steht ein L drauf, dann musst du eine andere Karte wegnehmen, auf der ein L drauf steht, sonst kann das nicht funktionieren. Solche Geschichten. Ja, super, dankeschön. Da kam eine zweite Frage rein. Wann ist denn die MVP-Phase vorbei? Das ist, scheint häufiger unklar zu sein. Naja, also man könnte jetzt sagen, in den beiden Varianten, bei MVP to learn, wenn die Frage beantwortet ist, ne? Also wenn man eine klare, präzise formulierte Frage hat, zum Beispiel sowas wie, ist unser Produkt für, keine Ahnung, Softwareentwickler relevant? Wären die bereit, dafür Geld auszugeben? Das ist meine Frage. Wenn ich eine Antwort auf die Frage habe, dann wäre mein MVP auch fertig. Dann kann ich mir Gedanken darüber machen, was mein nächster MVP ist. Wenn es im MVP to earn ist, dann würde ich sagen, ist die MVP-Phase zumindest mit dem Launch erstmal beendet. Und dann geht es darum, das Ding weiter auszubauen. Und ich finde auch, ne, dass das iPhone eine gute Parallele Launch und dann halt Stück für Stück vom Launch Funktionalität dazu bauen, immer noch mit sehr viel Qualitätsbewusstsein und mit sehr viel Fokus. Aber diese große Frage, wie klein dürfen wir es schneiden, um noch erfolgreich sein zu können, ist dann zumindest mal abgeschlossen, weil das Produkt ja live ist. Mhm. Ja, danke. Wahrscheinlich eher eine technische Frage, aber hast du schon mal, also nochmal zu dem Borg zurück, hast du schon mal eine Firma erlebt, bei denen Fortschritt als Lines of Code gemessen wird? Oder ist das eher eine Legende? Nee, ich habe das tatsächlich mal erlebt, aber ich bin sehr diskret und ich nenne keinen Namen, aber das, genau. Es gab da mal so eine Excel. Das war nicht schön. Okay. Habe ich nicht mehr lange gemacht, aber. Gut. Bevor man einen MVP baut, hat man da bereits einen Testkunden oder macht man es umgekehrt und entwickelt einen MVP, um einen Testkunden zu gewinnen? Ich finde, es geht beides. Das ist halt auch wieder eine Frage, wie viel Aufwand steckt man rein? Also je länger und mit je mehr Aufwand man quasi so ein bisschen im Blindflug, also weg vom Testkunden und vom Nutzer unterwegs ist, desto größer ist natürlich die Gefahr, dass man sich verrennt. Deshalb würde ich immer präferieren, wenn man an die Menschen rankommt, die man mit der eigenen Software beglücken will, sie möglichst früh mit dazu zu nehmen, vielleicht sogar schon, wenn man anfängt, den MVP zu bauen, wenn wir jetzt bei To Earn sind, weil der andere Weg einfach ein bisschen mehr Risiko beherbergt und weil ich ja so ein risikoaverser Typ bin. Mhm. Ja. Was nehmen wir denn? Ist der MVP-Gedanke eher was für etablierte Unternehmen oder gilt das auch für Startups? Oh, ich finde, es geht auf jeden Fall auch für Startups und zwar in beiden Varianten. Also gerade dieses, wie kriege ich möglichst schnell, ich habe bei Startups oft das Gefühl, das ist auch wieder, das Wichtigste ist, das Problem zu verstehen. Das Allerwichtigste ist erstmal diese kritischen Fragen überhaupt rauszuarbeiten. Also was sind denn die Risiken, was sind die Knackpunkte an unserer Idee, auf die wir wirklich schnell eine Antwort brauchen und aber auch eine belastbare Antwort, weil man will auch nicht zu schnell pivotieren. Das habe ich auch manchmal das Gefühl, ist ein bisschen das Problem in der Startup-Welt. Da wird dann ein Landingpage-Test gemacht, der irgendwie vielleicht nicht ganz so optimal läuft und dann sagt man gleich, oh, wir müssen unsere Geschäftsidee umbauen. Und es wird verkannt, dass viele Unternehmen auch oft durch einen langen Atem erfolgreich waren, aber auch durch eine kluge Investition gepaart mit diesem langen Atem. Also da halt immer zu gucken,
Was ist das Minimum an dem, was ich gerade irgendwie bauen kann, mit dem ich live gehen kann oder mit dem ich eine Frage beantworten kann? Also klappt für viele Kontexte, glaube ich. Ja. Ich glaube, das ist auch, was du gerade gesagt hast, zu schnell pivotieren. Es muss auch gemessen werden, ob jetzt der Erfolg da ist oder nicht. Ich glaube, das ist auch noch ganz entscheidend. Wie messe ich denn, dass ich jetzt angekommen bin? Ja. Oder dass ich pivotieren muss? Ja, genau. Das habe ich häufiger erlebt, dass man halt eben einfach mal losläuft und ja, dann aber nicht weiß, wo man ankommt. Genau. Ja. Okay, was haben wir noch? Wie gehst du mit dem Problem um, dass MVPs gebaut werden und dann bleiben sie einfach liegen? Es funktioniert ja. Also ich im Idealfall, indem man es von vornherein verhindert und halt sehr, sehr viel Bewusstsein dafür schafft. Ich glaube, was da total hilft, sind solche Methoden wie der Quality Tree. Jetzt wird der Viktor ein bisschen jubeln, den hat der mir beigebracht. Also zum Beispiel eben von vornherein viel über Qualität zu reden und auch über Qualitätsansprüche und auch über technische Schulden zu reden. Also was passiert, wenn wir das jetzt so bauen und im Zweifel zwar auch die Angst davor zu nehmen, okay, dann bauen wir es halt wirklich neu, aber halt auch klar zu machen, das heißt dann aber halt, dass es auch nochmal irgendwie Aufwand verursacht. Von daher im Idealfall von vornherein verhindern und im schlimmsten Fall, wenn es dann passiert ist, halt auf die Konsequenzen möglichst aufmerksam machen. Also da auch wieder Daten erheben, zeigen, dass es halt eben gerade nicht funktioniert, dass vielleicht auch Kunden unzufrieden damit sind, dass es Performance-Probleme gibt, die negative Auswirkungen haben und halt klar machen, nur weil das jetzt einmal zur Tür raus ist und das Budget aufgebraucht ist, heißt das nicht, dass man nicht an dem Produkt weiterbauen sollte. Ja, vielleicht mal noch eine anschließende Frage. Du hast ja gerade technische Schulden angesprochen. Da gibt es ja auch den Begriff Prototypen, beziehungsweise wird der MVP dann weggeworfen? Wie ist da deine Erfahrung oder Meinung? Da finde ich das total okay, weil kann man sich auch überlegen, wie man irgendwie effizient unterwegs sein kann. Also jetzt ganz konkret, bei uns ist es zum Beispiel oft so, dass wir, wenn wir Prototypen bauen, dass wir die dann schon mit Komponenten bauen, die später auch in einem Produkt verwendet werden könnten, weil wir halt schon anfangen, zum Beispiel eine Pattern Library aufzusetzen und dann haben wir ein bisschen weniger Waste sozusagen, der entsteht. Aber jedem ist klar, dass das Ding, was da zusammengesteckt wurde auf einer so Applikationsebene, was ist, dass man danach wegschmeißt und nochmal neu bauen muss. Und das finde ich dann auch völlig in Ordnung, wenn es wirklich nur zum Beispiel schnell drum geht, erstes möglichst valides Feedback zu kriegen oder in irgendeinem Bereich einen technischen Durchstich zu machen, dann ist es auch völlig in Ordnung, Zeit zu investieren und danach nochmal neu zu bauen. Im Gegenteil, es kann super sein, zweimal das Gleiche zu bauen, weil man meistens beim ersten Mal schon total viel lernt. Dann beim zweiten Mal auch schneller ist. Ja. Also MVP, ja, das finde ich spannend, weil MVP war für mich nämlich jetzt beispielsweise eher das behalte ich bei eher. Und Prototypen in der Abgrenzung eben schmeiße ich wirklich weg. Aber ja. Gibt es ja auch super Ansätze, also ohne da jetzt total ausschweifen zu wollen, aber so die Idee, die Basecamp zum Beispiel verfolgt, zu sagen, jeder Major Release ist eine komplett neue Codebase. So, da das. Die alte Version wird maintained, aber wir fangen einfach einmal komplett von Null an und bauen das Ding neu bei unserem Produkt. Das ist ein sehr radikaler und sehr spannender Ansatz, den man halt auch fahren kann und wo die halt sagen, ne, wir sind mittlerweile so gut drin, Projektmanagement-Software zu bauen, dass es halt auch viel schneller geht. Mhm. Ja, da ist noch eine Frage zu Discovery-Techniken wie User-Story-Mapping, dass das eng verwandt ist mit dem Outcome-First, was du erzählt hast. Vielleicht kannst du ein bisschen noch über Techniken erzählen. Ja, genau. Also Use Case 2.0 steht auch noch hier. User-Story-Mapping ist schon, da ist schon eine meiner Lieblingstechniken genannt worden. Die finde ich total super in allen Varianten und in allen Lebenslagen. Weil ich vom Hintergrund her aus nutzerzentriertem Design komme, arbeite ich auch super gerne mit sowas wie Personas und Szenarien, aber halt eben sehr, sage ich mal, Szenarien- und Use-Case-getriebenen Personas. Also es geht immer darum, was sind Anwendungsfälle, was wollen die mit der Software machen, was sind Ziele, die sie erreichen wollen, was sind Erfolgskriterien, was sind aber vielleicht auch so existierende Probleme oder Hürden, dafür ein gutes Verständnis, sich zu erarbeiten. Das sind, finde ich, gute Tools, in die Tiefe gehen und sich sowas anschauen wie Customer Journeys kann auch in manchen Bereichen sehr sinnvoll sein. Gerade wenn ich sehr so lineare Abläufe habe, wenn die verzweigter sind, wird das öfter schon schwierig. Mhm. Ja.
wenn ich in der Analyse bin, Eventstorming ist ein toller Klassiker, der total viel bringt, um einfach mal so Landschaften aus technologischer, aber vor allem aus Geschäftssicht zu durchdringen und zu verstehen. Also genau, es gibt Methodenvielfalt, ist sehr groß, coolerweise. Ja, wahrscheinlich noch eine Frage zu großer Vielfalt Buchempfehlungen zum Thema MVP. Gute Frage. Tatsächlich Lean Startup lesen, das ist wirklich immer noch sehr gut und sehr spannend. Was ein gutes Buch ist für dieses Lernen, also dieses MVP to Learn, das sind eigentlich zwei Bücher, aber von den gleichen Autoren, Jeff Gotthelf und Josh Seiden. Einmal Lean UX und einmal Sense and Respond. Da geht es sehr viel um so nicht unbedingt data-driven, aber data-informed arbeiten in der Produktentwicklung. Das wären zwei Bücher in die Richtung. Und tatsächlich mag ich das User Story Mapping Buch von Jeff Patton sehr gerne auch. Und der schreibt auch sehr viel über gutes Priorisieren, über Scope reduzieren, über einen guten Weg zu einem schlauen Produktschnitt. Das wären so die Tipps vielleicht. Mhm. Ja. Der Begriff Minimum Marketable Feature Set gibt es auch häufiger oder taucht auf. Gibt es da eine Abgrenzung oder hast du eine Abgrenzung zu MVP? Minimal Market, ja. Habe ich jetzt tatsächlich noch nicht gehört. Also was mir schon über den Weg gelaufen ist, ist eben MMP, Minimum Marketable Product, was ja eigentlich so die To-Earn-Variante ist, und Minimum Lovable Product, was in eine ähnliche Richtung geht. Das finde ich immer super. Ich finde es immer gut, wenn es präzisiert wird und wenn es gerade präzisiert wird, so dass es eine Einigkeit und ein geteiltes Verständnis im Projekt über diese Begriffe gibt. Ich glaube, das ist eh die größte Gefahr, dass halt MVP gesagt wird und jeder stellt sich was anderes drunter vor. Deshalb alle Ansätze, das irgendwie greifbarer und klarer zu machen, sind total super. Es gibt von Henry Knieberg einen ganz tollen Text über MVP, wo der Satz drin vorkommt, ist vielleicht auch noch ein Lesetipp, ist ein Blogartikel von ihm, findet man, wenn man Knieberg und MVP googelt, da schreibt er, avoid the term MVP at all cost, weil er halt sagt, das ist viel zu verwirrend und es versteht nie jeder irgendwas. Okay, anderes. Ja. Ich kenne den Kampf um den MVP, ja. Und dass er das M als Maximum auch verstanden wird. Oh ja, das gibt's auch. Gut. Vielleicht hast du noch eine Geschichte aus dem wahren Leben. Wo ist dir mal was ganz Positives oder vielleicht auch ein MVP, der gar kein MVP war, über den Weg gelaufen? Och, Geschichten habe ich viele. Also was immer super klappt ist, oder was so ein bisschen am Rande zur War Story ist, ist wirklich dieses Priorisieren ins Projekt zu tragen und da halt auch tapfer zu bleiben. Also ich habe früher viele Projekte mit Scrum gemacht, mittlerweile ist öfter auch mal Kanban. Aber bei Scrum gibt's immer so, finde ich, diesen magischen Moment im Sprint Planning 2 oder 3, wenn den Product Owner, den Stakeholdern das erste Mal klar wird, dass nicht der ganze Backlog fertig werden wird. So, wenn man jetzt zum Beispiel in so einer Anzahl Sprints-Denke drin ist. Und da dann halt wirklich stur zu bleiben und auch durch diesen Konflikt durchzugehen und den zu adressieren und auf die Vorteile hinzuweisen, das ist total sehr, sehr lohnenswert, finde ich. Weil durch einen Konflikt anzusprechen und offen anzugehen, entsteht halt auch eine vertrauensvollere Zusammenarbeit und die ist eh die Grundvoraussetzung, um gute Produkte gemeinsam zu bauen, sonst klappt es sowieso nicht. Okay, gut. Also ich habe noch 2 Fragen hier in der Liste. Ich weiß es gerade nicht, soll man die noch beantworten oder rübergehen in den Hallway? Ich würde sagen, Hallway ist vielleicht eine gute Idee, damit wir langsam dann überwechseln können. Ich meine, wir haben 5 Minuten Puffer drin, also egal, aber dann üben wir das gleich mal mit dem Hallway. Genau, also nochmal vielen Dank an Hirs für den tollen Vortrag. Die kamen auch viele Meldungen. Danke für den tollen Vortrag. Insofern, jo. Danke für die Einladung. Okay. Hat mich extrem gefreut und hat super viel Spaß gemacht. Jetzt habe ich auch meine erste Remote-Konferenz geschafft. Genau. Super.
Jo, genau, wie angesprochen, Link für den Hallway gibt es, glaube ich, gleich nochmal in den Chat. Hirs und ich würden darüber wechseln, wenn Personen noch Fragen haben, gerne bitte mitkommen, dann können wir da auch gemeinsam mit Hirs reden und uns austauschen über die Kriegsgeschichten, die wir alle so erlebt haben mit dem großen Thema und MVP und da jetzt ja auch klarer geworden ist. Gut, danke schön. Danke sehr und bis gleich im Hallway. Ja.